Du denkst dir, es geht nichts mehr, bist am Ende, bist leer. Doch das ist ganz egal, glaub mir, du hast eine Wahl. Du hast keinen Job und kein Bares, du fragst dich, ob es wahr ist, dass Gott auch dich rausholen kann aus dem Sumpf. Bei ihm ist es nie zu spät, seine Zusage besteht. Seine Zusage besteht. Berechtigte Hoffnung gibt es für jeden, der sich auf Gottes Wort nur stellt. Er wird auch in Krisen feststellen, dass sein Fundament steht und hält. Du kriegst wieder nichts auf die Reihe, ich bin ehrlich, verzeihe. Solange du um dich drehst, wird da nicht viel passieren. Vielleicht siehst du da und dort, doch du bewegst nichts fort. Gott gibt dir die Hand, du musst dich nicht abmühen. Er macht uns sein Geschenk, gibt unserem Schicksal den Schwenk. Wenn wir mit seiner Größe rechnen in unserer Not, berechtigte Hoffnung gibt es für jeden, der sich auf Gottes Wort nur stellt. Er wird auch in Krisen feststellen, dass sein Fundament steht und hält. Whoa. Ist unser Retter in der Not, egal ob groß oder klein, für ihn doch kein Problem, er kann das alles drehen. Unsere Hoffnung ist berechtigt, auch wenn wir keinen Ausweg sehen, von allen Seiten bedrängt in der Sackgasse stehen, uns irgendetwas fehlt, seine Hilfe kommt, garantiert nie zu spät. Unsere Hoffnung ist berechtigt, denn alles ist schon vollbracht, rechnen wir mit ihm, er hat uns nach sein Bild gemacht. Wir können von deinen Gedanken ruhen, brauchen nicht unseren Sinn dazu tun. Mach dein Herz ganz weit.